Herbert Reul hat ganz schön was zu erklären. Erst wird der NRW-Innenminister von Journalisten gelöchert, dann vom Innenausschuss des Landtags. Streit gibt's um den Polizeieinsatz während dieser Nazi-Demo am Freitag in Dortmund. Sie rufen antisemitische Parolen und die Polizei schaut zu. Ein Fehler? Nein, glaube ich nicht. Die Polizei hat richtig entschieden. Es gab keine feste Meinung, dass es rechtswidrig ist. Aber sie haben Gott sei Dank, die Polizei hat alles dokumentiert. Und als die Staatsanwaltschaft auch die Einschätzung geteilt hat, dass es nicht rechtswidrig ist, haben wir dann gebeten, dass es nochmal überprüft wird. Und sowohl Justiz als auch Polizei haben überprüft und jetzt sind hier Verfahren eingeleitet worden. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung. Und es seien genügend Polizisten vor Ort gewesen, 86 auf 100 Demonstranten, teilt Reul auch dem Ausschuss mit. Aber der Opposition reicht das nicht. Aus ihrer Sicht hätte die Demo aufgelöst werden müssen. Für mich ist es unerträglich, dass auf deutschen Straßen solche Parolen wieder anscheinend salonfähig auch werden und nicht eingeschritten wird. Für mich hätte dort ein Abbruch der Demo sicherlich wäre das richtige Zeichen gewesen. Die Zeugen sagen ganz klar, dass es viel zu wenig an Einsatzkräften vor Ort gab. Und fraglich ist weiterhin natürlich, warum ist die Polizei nicht eingeschritten, als diese antisemitischen Sprüche gerufen wurden. Für die Opposition bleibt es eine Fehleinschätzung der Polizei. Auch beim nächsten Thema attackieren die Grünen den Innenminister. Polizeieinsatz im Hambacher Forst. Die Räumung war nach dem Tod eines Journalisten nur vorübergehend unterbrochen worden und dauert am Abend an. Auch nach einem neuen Zwischenfall heute. Eine Frau fällt von einer Leiter, erleidet Prellungen und Verstauchungen, so die Behörden. Daran sei aber nicht die Polizei schuld, so der Innenminister im Ausschuss. Wer die Arbeit der Polizei behindere, habe eben Pech gehabt.